Hubschrauber über Ansbach-Katterbach. Seit Jahren kämpft die Bürgerinitiative Etz-Langz gegen die Lärmbelästigung. Mit mäßigem Erfolg. Erst in diesem Jahr ist die Anzahl der Hubschrauber am US-Militärstützpunkt erhöht worden. Nun haben die Gegner die Feinstaubwerte im benachbarten Stadtteil überwacht. Nach Messungen der Initiative sind 4.000 bis 6.000 Partikel pro Luft normal. An Flugtagen erhöhe sich die Belastung. Bis zu 74.000 Partikel in 1 Kilometer Entfernung von der US-Militärbasis. Von daher müssen wir davon ausgehen, dass es eine massive Gefährdung für die Gesundheit der Menschen gibt. Leider weigert sich das Landesamt für Umweltschutz, dort eine Messstelle aufzubauen. Mit unseren Messungen wollen wir den Druck auf das LFU und aufs Ministerium erhöhen, dass hier auch hier in Ansbach-Katterbach gemessen wird. Nach Berechnungen der Initiative verursacht ein Hubschrauber in einer Stunde so viel Feinstaub wie ein Dieselfahrzeug, das 40.000 Kilometer gefahren ist. Wenn man es jetzt vergleicht mit den Dieselfahrverboten, die ja in anderen Städten kommen, dann muss ich ganz klar sagen, bevor wir die Dieselfahrverbote anführen, dann müssten wir hier in Ansbach-Katterbach ein Flugverbot für diese Dreckschleudern einführen. Nach Ansicht der Initiative ist zumindest ein Nachtflugverbot überfällig. Zurzeit sind Flüge bis 2 Uhr nachts erlaubt.